Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Ja, ich bin aus meinem kleinen Urlaub im Süden zurück und wie ihr seht, habe ich mir auch eine Kleinigkeit mitgebracht, anhand der Verpackung unschwer als Victorinox-Messer zu erkennen. Es ist zwar nicht das, was ich eigentlich geplant habe. Ich wollte mir eigentlich das Mini-Champ in Alox mitbringen, allerdings gab es das in dem Laden nicht mehr. Und ihr kennt das, man geht dann ungern mit leeren Händen aus dem Victorinox-Shop raus. Und deshalb habe ich mich halt umgesehen und da fiel mein Blick auf dieses kleine Messer, was hier drin ist, das ich zum ersten Mal bei dem Mario vom Kanal MS Bricktop 80 gesehen habe, das vor einiger Zeit mal vorgestellt. Und ich habe mir damals schon gedacht, wenn du da mal die Gelegenheit hast, dann kaufst du dir dieses kleine Teil, weil ich finde es einfach recht praktisch. Und jetzt möchte ich euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Jetzt gucken wir einfach mal auf die Rückseite. Und da könnt ihr es schon lesen. Es geht um das Waiter. Und zwar das Waiter in den Standard oder mit den Standard roten Victorinox Griffschalen. Victorinox liefert zu dem Messer noch so eine kleine Bedienungsanleitung, wo auf die einzelnen Werkzeuge eingegangen wird, auf die Pflege des Messers eingegangen wird oder Tipps zum Dosenöffnen gegeben wird. Und hier haben wir den kleinen Freund nun. Es ist ein Messer der 84 mm Klasse. Also die Heftlänge beträgt 84 mm. Und es bietet drei Hauptwerkzeuge. Das ist zum einen die Klinge. Die ist hier 68 mm lang. Die Schneide beträgt 55 mm. Und die Klingenstärke knappe 2 mm. Dann haben wir hier ein, wie ich finde, sehr schönes Kombi-Werkzeug. Das finde ich sehr praktisch. Es beinhaltet eben den Kapselheber oder Flaschenöffner, den Dosenöffner, den Kabelabisolierer und zusätzlich noch einen flachen Schraubendreher. Es hat eine Halbstopp-Position hier. Somit kann man eben auch so arbeiten, wenn man möchte. Und man ist auch davor geschützt, dass einem der Schraubendreher bei schwereren Arbeiten einfach so einklappen kann. Auf der anderen Seite haben wir dann den Korkenzieher, der von einigen Leuten als nicht mehr zeitgemäß angesehen wird an einem Schweizer Messer. Sie hätten dafür lieber einen Phillips-Schraubendreher. Das kann ich auch grundsätzlich nachvollziehen. So im normalen Alltag wäre mir sicherlich der Phillips-Schraubendreher auch lieber gewesen. Aber es gibt dann immer mal wieder so die Momente, so wie ich ihn jetzt auch im Urlaub erlebt habe, dass man gemütlich kurz vor Sonnenuntergang auf dem Balkon sitzt, die Flasche Wein hervorholt und dann mit Schrecken feststellt, dass es eben kein Schraubverschluss ist, sondern noch ein traditioneller Korkenverschluss. Und was macht man da? Nein, man kramt jetzt nicht nach seinen alten Turnschuhen und versucht auf irgendwelche exotischen Möglichkeiten diese Flasche zu öffnen. Ihr könnt das mal bei YouTube suchen. Da gibt es ganz außergewöhnliche Möglichkeiten. Aber das ist doch viel einfacher, zu dem frisch erworbenen Schweizer Offiziersmesser zu greifen, den Korkenzieher aufzuklappen und die Flasche zu entkorken und zu genießen. Ich habe jetzt hier für den Korkenzieher noch diesen kleinen Victorinox Schraubendreher für
Brillen. Der wird also jetzt nicht standardmäßig bei dem Messer mitgeliefert, sondern den habe ich jetzt dort nochmal angebracht. Eine sinnvolle Ergänzung, wie ich finde. Dann haben wir hier an der Seite mit dem Ring die üblichen Verdächtigen, die, wie ich finde, sehr praktische Pinzette und den Zahnstocher. Und das letzte Werkzeug ist eben, und ja, Victorinox bezeichnet diesen Inox-Ring hier als Werkzeug, ist halt dieser kleine Schlüsselring, an dem ich jetzt hier noch das Victorinox Lanyard dran gemacht habe. Das Messer ist sehr leicht. Wenn wir das uns mal eben hier angucken. Wohlgemerkt mit dem kleinen Schraubendreher und dem Lanyard gemessen, kommen wir auf 36 Gramm. Ein sehr geringes Gewicht, das in kaum einer Hosentasche unangenehm auffallen wird. Ich finde, durch diese 84 mm ist es auch ganz hervorragend für die fünfte Jeanstasche geeignet. Dort verschwindet das Messer komplett. Das ist auch der Grund, warum ich hier dieses Lanyard noch mit angebracht habe, um es dann einfacher wieder aus der Tasche ziehen zu können. Ich habe für das Messer jetzt 14 Euro bezahlt. In einem Einkaufszentrum, das nicht gerade verschrien ist wegen seiner günstigen Preise. Ich weiß, dass es in diesem Internet, von dem hier so viele erzählen, auch günstiger zu bekommen ist. Und deshalb finde ich es umso bemerkenswerter, in welcher Qualität Victorinox diese kleinen Messer ausliefern kann. Da bin ich immer wieder positiv überrascht. Natürlich, wenn man jetzt hier ganz genau guckt, kann man schon erkennen, dass zum Beispiel die Platinen hier nicht mehr abgeschliffen sind, sie ein bisschen rau sind. Wenn man mit dem Finger hier drüber fasst, dass es ein bisschen scharfkantig ist und Bauart bedingt. Lässt sich das Messer hier auch verbiegen. Wenn ich jetzt hier Druck ausübe, dann erkennt man das, dass ich hier die Platinen zusammendrücken kann. Aber das ist nicht schlimm und das beeinträchtigt die Funktion dieses Messers in keinster Weise. Was ich noch bemerkenswert finde an diesem kleinen Messer ist, dass es sich um ein Einhandmesser handelt. Wie ihr seht, kann ich das Messer einfach mit einer Hand öffnen, indem ich die Klinge mit dem Daumen herausdrehe. Das Ganze ist der relativ kleinen Rückenfeder hier geschuldet. Die reicht aber trotzdem aus, um die Klinge zum einen sicher im Heft zu halten. Ihr seht, hier ist also doch ein ganz schöner Zug drauf. Und sie reicht auch aus bei normalen Schneidaufgaben, für die dieses Messer ausgelegt ist, die Klinge im Betrieb, sage ich jetzt mal, also beim Arbeiten offen zu halten. Wenn ich die Klinge einklappen möchte, muss ich hier schon einen deutlichen Druck ausüben. Das mache ich jetzt mal. Und wie ihr seht, klappt die Klinge dann auch nicht komplett ein, sondern bleibt hier in so einer knappen 90 Grad Position hängen, obwohl sie keinen echten 90 Grad Stopp hat. Also ich kann sie hier auch weiter bewegen. Ist es aber immer noch mal gut zu wissen, dass sie eben doch nicht in eins zuklappt, sondern hier noch mal kurz abstoppt. Und wenn man normal mit dem Messer arbeitet, so geht es mir jedenfalls, habe ich den Zeigefinger hier auf der Klingenwurzel liegen, so zwischen oder im Übergang zwischen dem Heft und der Klingenwurzel. Und somit ist es mir fast unmöglich,
das Messer zu schließen. Und selbst wenn es mir gelingt, dann würde ich mir zunächst einmal hier meinen Zeigefinger einklemmen, bevor irgendwie die Gefahr besteht, dass die Schneide mir hier auf die Finger fällt. Also von daher ausreichende Sicherheit im Umgang mit diesem Messer gegeben. Auf mehrfachen Wunsch eines einzelnen Herrn jetzt noch mal ein kurzer Schneidtest zum Messer. Hier so etwas dickeres Prospektpapier. Also problemlos. Ja, das soll es auch schon gewesen sein zu diesem kleinen, bemerkenswerten Schweizer Offiziersmesser, das ich sicherlich in nächster Zeit auch das ein oder andere Mal als EDC tragen werde. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!